Wir sind zurück in Elden Ring. Die Erweiterung steht vor der Tür und wenn du die dann nächste Woche direkt spielen möchtest, dann musst du einige Dinge erledigt haben. Aber ganz wichtig, du solltest nichts überstürzen, denn ansonsten verpasst du womöglich noch etwas. Um was geht's konkret? Ich zeige dir in diesem Video die beiden Wege zu Moog und erkläre dir, was du unbedingt tun solltest, bevor du ihn killst, um nichts zu verpassen. Das Video hat Kapitel, du kannst also direkt in den Bereich springen, der für dich interessant und wichtig ist. Beginnen wir mit dem Weg zu Moog. Der erste, einfache und vor allem schnellste Weg führt über Varee. Auf Varee treffen wir bereits ganz am Anfang. Und zwar direkt hier beim Schnellreisepunkt Erste Schritte. Wenn du mit ihm sprichst, dann ist es super wichtig, dass du ihn so lange ansprichst, bis er beginnt sich zu wiederholen. Denn manchmal wirkt es so, als sei er fertig, doch dabei kommt das Wichtigste noch. Hast du leichtsinnigerweise Varee getötet? Dann endet für dich dieser Weg an genau dieser Stelle und du kannst sofort zum zweiten Weg springen. Also wichtig, Varee am Leben lassen und nur mit ihm sprechen, nichts weiter. Nachdem du mit ihm gesprochen hast, solltest du irgendwann in Schloss Sturmschleier landen. Dort musst du Margit und Godric besiegen. Im Wesentlichen kommt es aber auf Godric an, aber du musst halt erstmal an Margit vorbei, wenn du an Godric herankommen willst. Nachdem du dann Godric erledigt hast, musst du zur Tafelrundfeste reisen. Dort geht es dann direkt zu Enya. Rede mit ihr, gern auch mehrmals, und dann lecke bitte einmal über die großen, ekligen Finger. Naja, kleiner Scherz, es reicht völlig, sie zu berühren. Nachdem du in der Tafelrundfeste warst, solltest du auf jeden Fall nochmal dort vorbeischauen, wo vorher Varee stand, denn dort erwartet dich sowohl ein Hinweis, wo wir hin müssen, als auch ein Emote für deine Sammlung. Danach geht's dann zum Schnellreisepunkt Steinpavillon am See. Von dort aus müssen wir hierhin, denn dort befindet sich die Rosenkirche. Dort angekommen findest du wieder Varee vor, mit dem du sprechen kannst. Hier hast du nun zwei Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst. Entweder du gehst den PvP oder den PvE-Weg. Du hast hier die freie Wahl und ich erkläre dir jetzt, wie du bei beiden Möglichkeiten vorgehen musst. Wenn du mit Varee sprichst, bekommst du auf jeden Fall 5 blutige Eiterfinger. Also das ist unabhängig von PvP oder PvE. Die bekommst du immer. Mit diesen Fingern kannst du nun Invasionen in andere Spielerwelten vornehmen. Es geht also um PvP. Für alle, die jetzt nichts mit PvP am Hut haben, es geht hier gar nicht darum, super heftiges PvP zu machen. Das Spiel will dir auf diese Weise zeigen, wie es halt geht. Du musst hier aber nichts gewinnen oder so. Du musst einfach nur machen, damit du in der Quest weiterkommst. Damit das klappt, musst du alle Online-Optionen eingeschaltet haben. Wenn du hier alles deaktiviert hast, wirst du die Finger nicht nutzen können. Also alles aktivieren und einmal zurück ins Hauptmenü, damit die Anmeldung erfolgt. Den Punkt Datennutzungsvereinbarung kannst du übrigens weiter abgelehnt lassen. Wieder im Spiel empfehle ich dir am besten zur Kirche von Ele zu reisen und dort den ersten Finger zu benutzen. Es kann etwas dauern, bis ein Spieler gefunden wird, aber sobald es soweit ist, wirst du als Phantom in seine Welt teleportiert. Achte auf den gelben Kreis oben, der anzeigt, wo sich der Gegner befindet, damit die Sache schnell vorankommt. Du kannst die Sache nun ernst angehen oder es darauf anlegen, direkt zu sterben. Ganz wie du willst. Deine Runen gehen im Fall von Tod nicht verloren. Sie liegen dann in deiner Welt am Platz, wo du in der anderen Welt zuvor gekillt worden bist. Das Ganze wiederholst du jetzt noch 2 weitere Male, so dass du auf 3 Invasionen kommst. Das Ganze wird dich ca. 10 bis 20 Minuten kosten. Sobald du 3 Invasionen durchgeführt hast, kehrst du zurück zu Varee an der Rosenkirche. Damit ist der PvP-Part dann auch erledigt. Hast du nichts für PvP übrig, dann kannst du natürlich auch den PvE-Weg wählen. Der kann aber, je nachdem wie weit du im Spiel bist, deutlich länger dauern, da du dafür zum Altus-Plateau musst. Du musst dich nun aufmachen zu den Sturmblutruinen. Die dafür günstigste Gnade ist Baum der Pracht. Um hier hinzukommen, musst du natürlich Zugang zum Altus-Plateau haben. Den Zugang kann man sich aber relativ schnell klar machen. Wie das geht, zeige ich dir in einem Video, das ich dir in der Box verlinke. An den Ruinen angekommen, schaust du nach der Marika-Figur. Von dort aus musst du einfach die Treppe hoch. Hier kannst du nun in die Welt von Magnus, der Bestienklaue, eindringen. Der neue NPC kam mir jetzt aber nicht besonders heftig vor. Man sollte aber von seinen Klauen wohl besser Abstand halten. Doch der Kampf ist auf jeden Fall weniger anspruchsvoll als gegen 3 menschliche Spieler. Also es ist auf jeden Fall einfacher. Zumindest wenn man den Anspruch hat zu gewinnen. Dafür ist möglicherweise der Weg etwas länger. Also da musst du mal schauen, was dir da am ehesten liegt. Sobald du ihn erledigt hast, bekommst du dann auch noch einige Belohnungen, darunter eine Waffe und einen Dunkelschmiedestein der Stufe 6. Damit wäre der PvE-Part erledigt und du kannst zu Varee zurückkehren.
Egal, ob du PvP oder PvE gemacht hast, jetzt geht es immer gleich weiter. Er will dich nun salben und hier solltest du auf jeden Fall zustimmen. Aber erstmal folgt noch eine Prüfung. Er möchte, dass du ein Tuch im Blut einer Jungfer tauchst. Das Tuch bekommst du von Varé, jetzt brauchst du nur noch das Jungfernblut. Du kennst ganz sicher bereits eine Jungfer. Du hast ihr vielleicht auch schon die eine oder andere Traube gegeben. Es geht um die blinde Hayetta. Allerdings müsstest du sie dafür killen und damit auf ihre Quest verzichten. Deshalb wollen wir eine andere Lösung bevorzugen, und zwar die, dass wir uns eine bereits tote Jungfer suchen. Und eine davon findest du hier. Dort angekommen wirst du vom Reittier geholt, denn hier spawnt Wicke und der ist echt böse. Als ich das kapiert habe, habe ich das getan, was du sofort machen solltest. Renn so schnell wie möglich zur Kirche und sichere dir den Ort der Gnade. Der Typ macht böse Attacken und ist dabei auch noch ziemlich flink. Wenn du mit dem nicht zurechtkommst, dann ist es besser, nach Aktivierung des Ortes der Gnade einfach direkt dort drauf zu gehen. Solange du in der Kirche bist, triggerst du Wicke nicht. Du kannst dich also erstmal um deine Runen und um die Jungfer kümmern. Die sitzt dann nämlich ziemlich tot einfach herum, so dass du das Tuch einfach mit ihrem Blut tränken kannst. Es geht zurück zu Varé, der immer noch bei der Rosenkirche zu finden ist. Wir bekommen nun von ihm den blutigen Finger. Damit kannst du Koop und PvP spielen bzw. Nachrichten an andere Spieler hinterlassen. Wichtig ist aber nun, dass du nochmal mit ihm sprichst, denn jetzt wird er dir ein weiteres Item geben, und zwar die Medaille des Reinblutritters. Damit kannst du nun in das neue Gebiet reisen. Benutze einfach die Medaille in deinem Inventar, womit du im Gebiet Moquins Palast landest. Nun erkläre ich dir den anderen Weg und der kommt immer dann zum Tragen, wenn du Varé ausgeschaltet hast, denn ansonsten sollte man sich wirklich an die Quest von Varé halten. Zum Mo kommen wir dann im Anschluss, beachte wie gesagt die Kapitel. Der erste Schritt zum Schneegebiet beginnt bereits ganz früh in Liurnia. Du kannst das Gebiet super früh erreichen, indem du Schloss Sturmschleier einfach umreitest. In der Box packe ich dir einen Link zu einem Video, in dem ich dir den genauen Weg zeige. In Liurnia gibt es das Dorf der Albinaurix und die gleichnamige Gnade. Von dort aus reitest du zu einem Krug. In diesem befindet sich ein Typ, der dir bereitwillig das geheime Halligbaum-Medaillon rechts anvertraut. Naja, eigentlich ist der Typ der Krug, aber das ist ja auch egal. Das Ganze kannst du bereits mit kleiner Stufe erledigen, denn der einzige Gegner, der dir im Weg steht, kann ganz gut umgangen werden. Nebenbei kannst du dir auch noch eine Rüstung abgreifen, die ziemlich genial ist und dir auf deinem Weg helfen kann. Auch dazu habe ich ein Video für dich, das dir auch den Weg zum Dorf zeigt, falls du Probleme hast, das zu finden. Nachdem du das erste Teil hast, musst du nun deinen Weg über Schloss Sturmschleier und der Akademie von Raya Luzaria fortsetzen. Die Hauptposten dort müssen erledigt werden, damit du an die großen Runen herankommst. Nachdem du die beiden erledigt hast, kannst du dich zur Hauptstadt Leyndell durchschlagen. In der Stadt zeige ich dir ab der Gnade westliche Hauptstadtwahl, wie der Weg ist. Wenn du wissen möchtest, wie der Weg vom Eingang der Stadt bis zu dieser Gnade ist, dann schau mal in die Infobox, da gibt es ein weiteres Video, das auch diesen Weg zeigt. Hier kannst du einen kleinen Boss noch umlaufen, um auf die Wurzel zu kommen. Diese Wurzel läufst du immer weiter nach oben, bis du auf einem Balkon landest. Dort ist dann der Eingang zu Godfrey, den du besiegen musst, um weiter zu Morgoth zu kommen. Von der Gnade geht es nun hier entlang, hier gibt es eine weitere Wurzel, die wir ebenfalls hochlaufen, dann einmal durch diesen Raum und dann geht es immer weiter geradeaus, bis wir zur nächsten Gnade kommen. Und das ist auch schon die letzte Gnade vor dem Hauptboss, nämlich dem guten alten Morgoth. Nachdem du dann Morgoth erledigt hast, rastest du an der neuen Gnade und sprichst mit Melina. Von ihr bekommst du weitere Informationen und das Medaillon von Rold. Du kannst nun den großen Aufzug von Rold benutzen, aber erstmal musst du überhaupt dahin kommen. Reise also zu Gnade Straßenbalkon. Von dort aus ist es ein etwas längerer Weg, den ich dir aber hier im Schnelldurchlauf zeigen möchte. Du hast nun zwei Aufzüge vor dir. Dazwischen eine Brücke. Auf dem gesamten Weg triffst du immer mal wieder auf fiese Feinde. Die sind nicht unbedingt schwer, aber wenn man nicht aufpasst, dann war es das.
Das Blöde daran ist, dass hier keine Gnade ist. Das bedeutet, wenn du drauf gehst, dann musst du den Weg nochmal laufen. Also sei vorsichtig, denn der Weg ist schon nervig. Nun bist du an der Gnade verbotene Lande. Dein nächster Halt ist der große Aufzug von Rold. Wenn du vor dem Aufzug stehst, kannst du diesen durch das Medaillon einfach aktivieren. Der Aufzug bringt dich dann zum Berggipfel der Riesen. Nun musst du dich nach Norden zu Schloss Sol durchschlagen. Wichtig ist hier, dass du nicht einfach nach Norden reiten kannst. Halte dich erstmal eher nordöstlich und dann geht's erst nach oben. Auf Schloss Sol bekommst du es dann mit Kommandant Nile zu tun, der das letzte Teil bewacht, was du brauchst, um ins Schneegebiet zu kommen. Der Typ kann mit seinen zwei Soldaten echt nervig sein. Ich habe für dich ein Video, in dem ich dir drei Wege zeige, den Boss zu erledigen. Link, naja, du ahnst es schon, schau mal in der Box nach. Sobald du Nile erledigt hast, ist der Weg frei zum geheimen Harligbaum-Medaillon, die linke Seite. Nun geht es zurück zum großen Aufzug von Rold. Wenn du dich nun wieder vor den Aufzug stellst, dann beachte, dass du nun die Medaillons wechseln kannst. Wähle hier dann das geheime Medaillon. Nun wird dich der Aufzug in die andere Richtung fahren. Statt zum Gipfel geht es runter in ein Gewölbe, aus dem du erstmal heraus musst. Lauf hier die Treppe hoch. Idealerweise rennst du einfach durch zu Gnade oder du erledigst eben die Gegner. Aber unterschätze die kleinen Typen hier nicht, die verursachen ordentlich Blutschaden. Danach ist der Weg frei zur ersten Gnade. Nach deren Aktivierung geht es dann auch schon raus ins geweihte Schneefeld. Am besten holst du dir direkt das Kartenstück für dieses Gebiet. Dafür musst du einfach nur geradeaus durchreiten. Unterwegs kannst du dir noch die Gnade geweihte Schneefeld sichern. Hier ist dann auch das Kartenteil, womit du dich in diesem Gebiet deutlich besser orientieren kannst. Hier in der Nähe ist auch gleich die Gnade Inneres geweihte Schneefeld, die du dir ebenfalls sichern solltest. Hier angekommen aktivierst du die Gnade und nun sind wir hier genau in der Mitte des Schneefelds und von hier aus geht es nun weiter. Wir starten unsere Reise Richtung Westen. Hier musst du aufpassen, wenn du plötzlich von deinem Reittier absteigen musst, dann bist du in das Gebiet von Anastasia geritten. Das ist ein Blutfinger, mit dem du dann kämpfen kannst, aber nicht musst. Also für uns spielt das keine Rolle. Wenn du so reitest, wie ich hier reite, dann wirst du hier nicht auf sie treffen. Du reitest halt immer weiter Richtung Westen und irgendwann wird dein Reittier dann wegteleportiert und dann kommt es hier auch zu einer Invasion und zwar durch den Blutadligen und den solltest du auf jeden Fall erledigen, weil der würde dich sonst bis zum geht nicht mehr nerven und verfolgen und dann kommst du nicht weiter, also den musst du einmal ausschalten. Ich finde ihn jetzt nicht so heftig, allerdings hat er hier zwei Dolche und wenn der mit den Dolchen loslegt, dann ist auf jeden Fall unschön. Wenn du den erledigst, gibst die Kapuze, die Robe und das Tuch des Blutadligen und das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Belohnung. Dann geht's hier einmal runter, hier steht eine einsame Wache, die wir super easy killen können.
Und dann haben wir hier noch diese komischen Teile, die kannst du erledigen, aber ist kein Muss, weil die machen dir im Grunde nichts. Und du siehst, man braucht ewig, um die zu killen, also kannst du es ebenso gut lassen. Ja, und hier ist das Ziel unserer Unternehmung, denn hier ist das Portal, das uns geradewegs zu Mogwins Palast führt. Einen Ladescreen später sind wir dann hier in dieser dunklen Höhle. Licht anmachen ist auf jeden Fall angesagt. Ja, und dann läufst du hier den Gang entlang und dann kommst du hier raus. Und dann sind wir im Gebiet Mogwins Palast, also wieder. Du kennst jetzt beide Wege, wie du hier zu Mogwins Palast kommst. Nun ist es wichtig, dass du Folgendes weißt. Hier in diesem Gebiet gibt es drei NPC-Invasoren, die für dich interessant sein können. Denn wenn du die tötest, dann bekommst du ein ganz besonderes Set. Und von diesem Set ist besonders die weiße Maske interessant. Dieses Teil erhöht nämlich die Angriffskraft 20 Sekunden lang um 10% im PvE und um 6% im PvP, nachdem einem Feind oder sich selbst Blutverlust zugefügt wurde. Das Ganze könnte also für dich interessant sein. Problem ist nur, wenn du Mogwin jetzt tötest, dann sind diese NPC-Invader weg. Wenn du also diese Maske haben möchtest, dann solltest du dich zuerst um diese Invasoren kümmern, denn danach, also nach Mogwins Tod, ist die Sache vertan und du kommst an das Set und eben an diese Maske nie wieder dran. Außer natürlich, du gehst in den nächsten Spieldurchgang. In der Beschreibung habe ich dir natürlich ein Video verlinkt, in dem ich genau beschreibe, wie du an die Maske kommst. Am Ende führt dich nun alles zu dieser Gnade hier. Wir befinden uns an der Gnade-Dynastie-Mausoleum Mitte. Von hier aus gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, du verfolgst nun erstmal Varys Quest weiter, denn die hast du ja begonnen. Dafür musst du ins dunkle Mausoleum zurück. Da musstest du auf jeden Fall durch, wenn du zu dieser Gnade wolltest. Und wenn du da durch bist, dann weißt du, dass da drin so einiges Übles lauert. Aber von hier aus können wir eben auch die Invasion von Varys Welt starten. Es kommt dann zu einem heftigen Kampf. Und den musst du natürlich gewinnen. Schaffst du das, dann liegt Varé am Ende am Boden und du kannst die Belohnung einstreichen. Im Anschluss kannst du dich dann endlich um Moog kümmern. Du kannst dich natürlich auch direkt zu Moog aufmachen, allerdings bin ich nicht ganz sicher, ob danach noch Varé möglich ist. Also ich würde dir empfehlen, mach erstmal Varé und danach kümmere dich um Moog, denn Moog ist auf jeden Fall schwieriger als Varé. Also wenn du Varé nicht schaffst, dann wirst du auch mit Moog ein Problem haben. Um zu Moog zu kommen, musst du dann von der Gnade einfach nur hier die Treppe hochlaufen. Hier sind dann so einige Typen, die kannst du aber ignorieren und die machen dasselbe mit dir, wenn du sie nicht angreifst. Geh dann hier einfach auf den Aufzug und der bringt dich dann nach oben. Während ich hier freien Zugang habe, ist bei dir natürlich eine entsprechende Barriere, durch die du gehen musst. Und wenn du das tust, dann triffst du auf Moog. Und der ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner. Naja, außer man ist super heftig unterwegs. Und wenn du den erledigt hast, dann kannst du hier die Gnade freischalten. Und die führt dich dann hierhin an diesen Ort zurück, wenn es dann an der Zeit ist. Und die kommt, sobald die Erweiterung erschienen ist. Das war's soweit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allem geholfen. Wenn dem so ist, dann lass gern etwas Liebe da und damit bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.